Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 14. März 2024. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, der einfachste Weg, das zu bekommen, was wir uns wünschen, ist es anderen zu geben. Also es heißt ja, mach andere erfolgreich und du wirst selbst erfolgreich. Und mit der Fischebetonung, vor allem jetzt auch mit der Venus im Zeichen Fische, ist eigentlich der beste Weg, sich gut zu fühlen, gute Gefühle zu erleben, ein positives Seinsgefühl zu haben, wenn wir andere Lebewesen, andere Menschen, andere Wesen liebevoll, mitfühlend und positiv behandeln. Und zwar letztlich auch erstmal egal, wie wir behandelt werden, denn irgendwo muss man ja anfangen. Die Venus in den Fischen ist vielleicht auch die Konstellation, die sehr eng auch mit der Liebe verbunden ist. Liebe, ja, vielleicht die Energie, die dieses Universum zusammenhält. Und wir sehen eben in diesen Zeiten der Schatten, könnte man es fast nennen, sehen wir, wie weit wir eigentlich uns so als Menschheit und als Gesellschaft davon entfernt haben. Und wenn nicht Einzelne wie wir den Weg zurückfinden und die Mauer von Hass und Ablehnung und Meinung durchbrechen, wird sich wohl so schnell an der Welt nichts ändern. Und es ist so, dass Venus in den Fischen auf einer anderen psychologischen Ebene schon auch die Sehnsucht symbolisiert, jemanden zu finden, mit dem man die Liebe leben kann. Also man wünscht sich im Grunde, dass die Liebe über einen anderen Menschen idealerweise zu einem kommt. Und das ist sicherlich auch nicht ausgeschlossen, aber der einfachere Weg ist eben aktiv zu werden und das, was wir eben suchen, selber auszustrahlen, selber in diese Richtung zu gehen. Ja, zu dieser Fischebetonung, und ich habe ja die ganze Woche schon davon erzählt, dass sich ja hier auch die Sonne auf den Neptun zubewegt. Die Sonne jetzt im 25. Grad der Fische, den Neptun, den sie ja am Sonntagmittag erreichen wird, um dann nächsten Mittwoch in den Widder einzutreten und eine neue Runde durch den Tierkreis zu beginnen. Diese starke Fischebetonung wird aktuell ja durch den Mond im Erdzeichen Stier etwas ausbalanciert. Ne? Da kommt so ein bisschen Struktur, Bodenhaftung, Erdhaftigkeit, Sicherheit dazu. Mond im Stier hat ja auch dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach Beständigkeit. Danach auch, man könnte sagen, ein bisschen altmodisch, von den Erträgen des Bodens zu leben, also letztlich so eine Art Unabhängigkeit zu haben. Denn wenn ich mir mein Essen selber anpflanze, dann bin ich ja unabhängig davon. Jetzt in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft ist das nicht mehr so möglich, aber das dahinterliegende Bedürfnis ist weiterhin da. Und das ist so diese Freiheit, die der Mond im Stier über die Sicherheit erlangen möchte. Interessanterweise wird der Mond heute aus dem Stier das auslaufende Quadrat hier zwischen Mars und Uranus, wird er heute nochmal aktivieren. Der Mond wirkt ja immer so 1-2 Stunden bei jedem Aspekt. Und der Mond wird heute morgen um 11 Uhr, wird er in Konjunktion mit Uranus stehen. Das ist immer so eine, mit Uranus so eine unruhige Phase, trotz Mond-Erdzeichen. Also heute Morgen nochmal so eine uranische Unruhe, so ein Wunsch vielleicht auch aus den zu fest gewordenen Gewohnheiten ausbrechen zu wollen. Und dann läuft der Mond weiter im Stier ins Quadrat zu Mars. Und das ist dann um 17 Uhr, also 6 Stunden später. Daran sehen wir, wie weit doch das Quadrat schon auseinander ist. Aber der Mond bindet es nochmal zusammen. Man nennt das in der Stundenastrologie Übertragung des Lichts. Das ist ein schnellerer Faktor, die langsamen Faktoren nacheinander aspektiert und damit sie nochmal zusammenbindet. Ne, kann also hier heute nochmal über den Tag so dieser Wunsch nach, wie ich schon sagte, Ausbruch, Freiheit sein. Und es ist aber gut zu überlegen, ob das wirklich etwas Äußeres ist oder ob auch das nicht, wie ich es eben bei der Venus versucht habe zu erklären, auch nicht mehr so innere Qualitäten sind.
Ja, der zunehmende Mond wird dann in der Nacht zum Freitag um 4:15 Uhr wird er dann ins Zeichen Zwillinge wechseln, also in ein Luftzeichen. Und das bedeutet ab morgen und dann am Wochenende, also morgen und Sonnabend, dann mit Mond im Zwilling etwas mehr Beweglichkeit, etwas mehr Unternehmungsgeist, Informationsgewinnung, Kontakte, Kommunikation. Da wird alles ein bisschen flexibler und lockerer werden, kann man sagen. Aber diese Dinge bespreche ich dann morgen, wenn es darum geht, die Aussichten zum Wochenende zu beschreiben. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und wie gesagt, morgen dann die Aussichten zum Wochenende. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.